Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part war der Part eigentlich nur storylastig. Wir haben erfahren, dass es eine Legende von Volona gibt. Angeblich soll ein Mensch von Volona bestraft worden sein, aber sein Pokémon Gardevoir hat es gerettet. Und Volona fragte den Menschen, ob es Gardevoir retten will, und ja, der Mensch floh einfach. Und Gardevoir prophezeite, dass dieser Mensch einmal in ein Pokémon verwandelt wird. Und ja, jetzt müssen wir flüchten, um zu erfahren, ob wir wirklich der Mensch aus dieser Legende sind und was wir mit den Naturkatastrophen auf sich hat, warum wir mit den Naturkatastrophen in Verbindung stehen. Aber nun gut, weiter. Oh, du bist zum Aufbruch bereit, ja. Ja, wir sollten wohl Aufbruch bereit. Von nun an sind wir Flüchtlinge. Dies wird eine gefahrvolle Reise. Ich möchte nicht, dass unsere Teampartner sich der Gefahr aussetzen. Wir sagen es ihnen besser nicht. Wir brechen einfach allein auf. Wir müssen den Retterteams, die uns verfolgen, entkommen. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen, wie Simsala sagte. Auch wenn es noch so schwierig ist, du musst fliehen. Flieh, flieh und überlebe. Du musst fliehen, bis du die Wahrheit herausfindest. Ja, die Wahrheit über mich selbst. Solange ich die Wahrheit nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. Ja, in Ordnung, brechen wir auf. Train. Raupion, noch Safcon und sogar die Papunga. Wow, bin ich froh, wir haben es geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Train. Ich auch. Natürlich erschreckt sie vor Dicta. Guten Morgen, ich bin's Dicta. Ich wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle. Flop, flop, Pelipa. Wir bekommen, bevor wir flüchten, noch Post. Warum nur? Das ist ein Brief. Kannst du ihn vorlesen? Train liest den Brief vor. Viel Glück, das ist ein Abschied. Aber nicht für immer. Nur bis zu dem Tag, an dem ich wieder dir die Post bringe. Ich werde immer auf dich warten. Der wandernde Postbote Pelipper. Sogar Pelipper. Da ich danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, beeilt euch. Ja. Train, gehen wir, die Straße wartet auf uns. Passt auf euch auf. Wir warten auf euch beide. Danke. Wir werden bestimmt zurückkommen, mit Sicherheit. Passt auf euch auf. Und so begann für Train die Flucht ins Ungewisse, voller Gefahren und Entbehrungen. Über zerklüftetes Gebirge. Wow. Hier geht es aber in die Tiefe, beeindruckend. Und höllische, heiße Feuerebenen. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Das Feuer im Wald wütet noch immer. Doch trotz aller Gefahren hielt sich das Team von Train wach und aufrecht. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Oh, wir haben es. Wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte wurden durch die Naturkatastrophen in Mitleidenschaft gezogen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon unter den Naturkatastrophen leiden. Ich wünsche, wir könnten mit dem Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Es tut mir leid, ich sollte nicht herumjammern. Wir sind hier weg. Schluss aus. Oh, ich höre Stimmen.
Ich glaube, sie sind da lang. Sie könnten uns nicht entkommen. Nicht uns allen. Wir müssen Train schnell loswerden. Nein, sie können uns doch noch nicht eingeholt haben, oder? Train, wir gehen besser weiter. Labis, Höhle U1. Ja, besprechen wir, was eigentlich wirklich vorgefallen ist. Es gab die Legende von Volona, am Anfang des Parts habe ich ja gesagt, dass Gardevoir einen Menschen bestrafen wollte und ja, dieser Mensch hat Gardevoir einen Stich gelassen. Denn Gardevoir hat sich vor Volona geworfen und hat sich geopfert, hatte den Menschen geschützt und ja, der Mensch hatte Gardevoir einfach in Stich gelassen. Ja, er ist kein guter Mensch wahrscheinlich. Und dann haben wir noch weiteres erfahren. Volona prophezeite, dass dieser Mensch einmal als Pokémon wiedergeboren wird. Aber die Frage ist, sind wir dieser Mensch? Wir können das nicht wissen, denn wir haben unsere Erinnerungen verloren und wir sehen ja natürlich auch einen Mensch, der sich in ein Pokémon verwandelt hat. Deshalb wissen wir jetzt nicht, ob wir dieser Mensch aus der Legende sind oder nicht. Glumanda, Papunga, die beiden Papunga, Raupi, Safcon, Dicta, diese Pokémon glauben uns, dass wir nicht das Pokémon aus dem Märchen sind. Sehr schön, muss ich sagen. Und Glumanda oder Herzfeuer glaubt natürlich auch an uns, dass wir dieser Mensch aus dieser Legende nicht sind. Wir haben keinen Beweis, dass wir es sind dass wir es nicht sind. Wir wissen es nicht. Und das wollen wir herausfinden. Und deshalb wollen wir auch flüchten. Simsala sagte auch, wir sollen fliehen. Bis wir die Antwort haben, ob wir dieser Mensch sind. Und das werden wir jetzt nun auch tun. Aber wie kam es dazu? Es war Gengar, der diese Gerüchte über uns erzählt hat. Gengar hat behauptet, dass wir dieser Mensch sind. Also eins können wir sagen, schon im Laufe des Parts. Oder im Laufe des Let's Plays. Gengar ist kein gutes Pokémon. Das können wir auf jeden Fall behaupten. In jedem Mystery Dungeon Teil gibt es solche fiesen Pokémons und ja, Gengar ist eins davon. Es ist einfach ein schlimmer Finger. Man muss sagen, Gengar ist ein böses Pokémon. Ein Geist-Pokémon passt schon, dass es böse ist, also ist das vollkommen in Ordnung. Aber generell, Gengar hat ein Gerücht erzählt. Und ja. Er hatte auch keinen Beweis, dass wir dieser Mensch aus dieser Legende sind. Also, warum? Warum nur hat er es erzählt? Und warum haben die Pokémon auf dem Pokémon-Platz dies geglaubt? Ohne Beweise. Also, wirklich? Wir haben Pokémons gerettet, also müssten sie eigentlich auch wissen, dass wir gutmütig sind und wahrscheinlich nicht der Mensch aus dieser Legende sind. Bisasam und Glumanda haben dies aber auch nicht verneint, muss man sagen. Denn Bisasam ist ein Mensch und Bisasam hat auch Träume von Gardevoir. Besser gesagt, wir haben Träume von Gardevoir. Aber warum haben wir Träume von Gardevoir? Was will uns Gardevoir nur sagen? Auf jeden Fall wurde das Gardevoir verflucht und kann sich jetzt wahrscheinlich nicht bewegen und deshalb hat es mit uns Kontakt aufgenommen. Aber warum mit uns? Und wie hängen die Naturkatastrophen damit zusammen, dass wir ein Mensch sind? Und wir müssen ja auch fliehen vor alle im Pokémon, den sie wollen uns vernichten, so kann man es ausdrücken und ja, das wollen wir natürlich verhindern und deshalb fliehen wir. Gengar hat auch so gesagt, wenn er ein Mensch aus dieser Legende ist, dann wow, wir sterben bei U12, okay, das war jetzt nicht gut gespielt von mir. Ja,
Egal. Leute, ich werde cutten, bis wir bei U12 sind. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder bei Lapishöhle U12. Diesmal werden wir wieder safe, sicher spielen. Das ist nicht so wie wieder bei der Riesenschlucht ausartet. Wo sind wir nochmal stehen geblieben? Ach ja, bei Gardevoir, oder? Auf jeden Fall werden wir flüchten. Und hoffentlich gelingt auch dieses, dass uns kein Retterteam einholt. Das auf jeden Fall. Bitte, Golbat, verschwinde. Okay. Glumander, das... Wow. Wir müssen ein Geoprock sogar wirklich werfen. Wow. Danke, dass wir nicht mehr verwirrt sind. Golbat ist schon wirklich hart nervig. Das muss man ihm schon sagen. Und wir haben ja auch keine Items. Da ich keine Items aufgehoben habe, ist, denke ich, auch nicht so schlimm. Und wir sind gleich fertig. Wehe, du stirbst, Glumander. So, dann müssen wir wieder einen... Werfen wir einen Geoprock wieder, um das Golbat zu besiegen. Perfekt, so. Dann gehen wir mal weiter und suchen die Treppe. Wir sind aus dem Dungeon raus. Sehr gut. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns gelassen. Und wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seh nur, da sind sie dort drüben. Functerain! Ah, da kommen sie, lauf! Stehen geblieben, lasst sie nicht entwischen. Sie erwarten wirklich, dass wir anhalten und auf sie warten. What the fuck? Egal. Oh nein, da! Seht doch das nice Bild an. Der Berg steht in Flammen. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Train? Seht mal, da sind sie. Schnappt sie euch. Oh, uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, gehen mit Rain. Ja, jetzt sind wir beim Lavaberg. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind sie verrückt? Sind sie verrückt? Der Feuerberg ist die Hölle. So weit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Jagd fort. Nein, wir wollen noch nicht speichern. So ein Mist, wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen offen. Trampel, trampel, okay. Ich glaube, sie sind weg. Die Musik. Puh. Ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber hier draußen können wir uns nicht verstecken. Wir müssen über den Berg fort. Lass uns weitergehen, sobald du bereit bist. Ja, Leute. Wir müssen jetzt weiter flüchten und unser nächstes Ziel wird der Feuerberg sein. Wir werden jetzt noch ein paar Items mitnehmen, die Belebersamen. Ich denke, das ist in Ordnung. Den Schlafsamen noch und ein Top-Elixier noch. Vielleicht, was haben wir noch Schönes? Ach, das wird in Ordnung sein. So, Sindelbeeren, wir nehmen uns noch zwei weitere Sindelbeeren mit. So, auf jeden Fall, Leute, werden wir jetzt aufbrechen zum Feuerberg. Train, bist du bereit? Ja. In welche Richtung möchtest du gehen? Feuerberg natürlich. In Ordnung, gehen wir. Das sieht nicht gerade einfach aus, aber wir sollten nicht aufgeben. Ja. Wie gesagt, der Feuerberg wird wahrscheinlich schwer sein, Geheimpower. Yay, Pogchim, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ein paar Pokémon
haben uns schon versucht zu folgen, aber ein paar Pokémon trauen sich nicht zum Feuerberg weiter, denn dieser scheint hart zu sein. Du musst einfach nur das Taubos besiegen, Glumander, danke. Kannst du das Schneckmark auch noch besiegen? Tanken Steinwurf. Okay, das muss ich übernehmen. Wow, wie wir mit 3 KP überleben. So, okay, wir essen eine Sinelbeere, denn wir haben ja 4 Sinel oder 5 sogar Sinelbeeren mitgenommen, also in Ordnung. Schon in der ersten Ebene haben wir Schwierigkeiten. Yay, dafür steckt Glumander Level 16 und hat mit 1 KP überlebt. Zum Glück hat Glumander keinen Beliebesamen verschwendet, so einfach. Taubos. Okay. Haben wir etwas für ihn? Nein. So, wir greifen jetzt mit Schlafpuder an, um ihn einzustiefeln. Bitte triff. Danke. Greif mit Glun an. So. Und wir haben es besiegt. Jawoll. Auf jeden Fall, der Feuerberg, der wird für Bisasam jetzt kein Leckerbissen, das können wir auf jeden Fall sein. Feuerberg, da kann man sagen, da leben wirklich sehr viele Feuer-Pokémons. Und wir haben auch gesehen, ein Taubos, ein fucking Taubos. Kein Tauboga, kein Taubs, sondern ein Taubos. Vor diesem Pokémon müssen wir auf jeden Fall Angst haben. Und Train bekommt mal das Kraftband. Also müssen wir uns wirklich vor den gegnerischen Pokémon in Acht nehmen. Glumander kann mit seinem Stab Glut jetzt auch die Pokémon nicht sehr effektiv treffen. Auf jeden Fall nicht die Feuer-Pokémons. Und davon müssen wir wirklich Acht nehmen. Die Pokémon, die es hier gibt, Kamaup, Taubos, Schneckmark. Was haben wir noch bisher gesehen? Ich glaube, das waren die Pokémon, die wir bisher gesehen haben. Aber hier gibt es zum Beispiel auch noch Magby. Ja, wir müssen wirklich uns in Acht nehmen, denn wir wollen eigentlich keinen Beliebesamen verschwenden. Und wir haben 2 TM schon in diesem Dungeon gefunden. Geheimpower und Frustration. Man kann viele gute TMs hier finden, zum Beispiel Erdbeben. Bitte, Schneckmark, das kann Steinwurf. Das macht auch guten Schaden. Bitte besiege es mit Glut, danke. So. Auf jeden Fall kann man hier sehr gute TMs finden. Ich glaube, sowas wie Erdbeben sogar. Aber wir haben jetzt die Zongs gezogen, nämlich Frustration und Geheimpower sind jetzt nicht die stärksten TMs, aber auf jeden Fall sind das okay TMs. So. Wir haben die Linkbox gerade gefunden. Wisst schon, wie beim Schlupuck-Link kann man 2 Attacken linken. Man kann dann beide Attacken gleichzeitig einsetzen. Kann uns vielleicht später helfen werden. Oder habe nicht den Top-Elixier mit dabei? Jawohl, dann werden wir gleich die Linkbox für unser Bisasam verschwenden. Train. Select nochmal. Select. Nein, nicht Select. Warte, ich cutte. So Leute, ich habe es richtig gern gestellt, dass wir Tackle und Rankenhieb gleichzeitig verwenden. Und somit können wir in einer Runde gleich 2 Attacken raushauen. Sie werden somit mehr Schaden machen. Tackle und Rankenhieb leider trifft Rankenhieb nicht. Und natürlich Gina. So, wir haben jetzt Schneckmark besiegt. Okay. Schlaf nur ruhig, Glumander. So, und wir sind natürlich verbrennt. Tackle. Reicht Tackle plus Rankenhieb aus? Vielleicht. Wir treffen aber nicht. Schade. Tackle, Grit und Rankenhieb. Glumander, folge uns. Und natürlich sind wir in die Sackgasse gelaufen. Aber Leute, warum ist der Feuerberg so schwierig? Hier leben Feuer-Pokémon. Aber warum ist diese Dungeon daher so schwierig? Warum
fürchten sich so viele Pokémon vor diesem Dungeon? Das ist jetzt die Frage, warum nur? An was kann es liegen? Trainer reicht auf jeden Fall Level 18. Sehr gut. Und ja, wirklich, warum fürchten sich so viele vor diesem Dungeon? Warum ist dieser Dungeon so gefährlich? Nur weil hier Feuer-Pokémons leben? Glaube ich nicht, denn ja, das wäre unlogisch, das wäre komisch. Wasser-Pokémon, Gestein, Boden. Pokémon haben hier einen Vorteil, also ja, warum gehen die nicht weiter? Auf jeden Fall sind ein paar Pokémon weitergegangen. Ein paar Dritte-Teams haben sich nicht getraut, die sind zurückgeblieben, denn wie sie schon gesagt haben, sie haben Angst vor diesem Dungeon, das ist ein schwieriger Dungeon und Spezialband, diese Spezialband, kommt, bekommen jetzt Clue, Manloader bzw. Herzfeuer. Also wirklich, was ist an diesem Dungeon hier so schwierig? So, Tackle und trifft Rankin einmal, jawohl, danke. TM Schaufler, das ist eine okaye TM, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall kann man sich mit dieser TM sehen lassen. Trifft Tackle plus Rankenhieb, nice. Somit können wir ein paar wichtige Pokémon One-Shotten oder Two-Shotten. Wie man es sieht. Und zum Glück haben wir die Linkbox gefunden. Aber warum ist dieser Dungeon so schwierig? Gibt es hier einen Endgegner oder... Ja, warum ist dieser Dungeon so schwierig? Was ist nur mit diesem Dungeon los? Sogar ein Galopper-Sinne hier. Also, die Pokémon hier sind schon stark. Das könnte der Grund sein. Eine Kangama-Statue. Okay, scheint haben wir einen Endgegner, aber welch? Leute, das war's für diesen Part. Im nächsten Part werden wir weiter mit der Flucht fortsetzen und sehen, was uns auf dem Berg des... auf dem Gipfel des Laberberg erwartet. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.